heute weiter geht's heute mit FIFA 23 und wir machen heute weiter mit den Transfers. Winterpause. So, gucken wir mal, was passiert. Ich weiß nicht, wie viel jetzt passiert. Ne? So, Timmy Abraham wechselt für 2 Jahre nach Millwall. Mit 100%iger Gehaltsübernahme von uns, okay. So, der nächste Transferangebot für Ulrich, 0,7 Millionen. Könnt ihr mal die Zetten vergessen. Der hat zwar einen Marktwert von 7,5, aber nein, den möchte ich gerne definitiv noch ein bisschen behalten. Könnte sein, dass er demnächst wieder in die Startelf zurückkehrt. Ich meine, Uriba nicht allzu zufrieden bin, zumindest was die Sechserposition betrifft. Eigentlich müsste ich ihn wieder spielen lassen. So. Ja, es wird natürlich. Oh, gegen Leverkusen. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch ein Spiel heute hin. Weil eigentlich passiert ja nichts. Weil ich dachte mir, jetzt machst du eine kurze Folge schnell, ein bisschen Transfers, bla bla bla. Nö, eigentlich nichts. Das sind 2, 3 Abgänge. Pff, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Dann können wir direkt das Leverkusen-Spiel uns angucken. So, warte mal kurz. Wir haben noch drei, mehrere Nachrichten noch. Okay. Ich bin Setup-Spieler. Ja, dass natürlich jetzt Piri wohl wieder aus der Startelf fliegt. Sie werde ich zweimal umstellen. Wahrscheinlich sogar dreimal, weil Novo möchte ich gerne wieder so ein bisschen auf die Bahn bringen. Hat im letzten Spiel ja sogar getroffen. Und darf jetzt gegen Leverkusen mal wieder von Beginn an ran. Auch wenn Moukoko sehr gut gespielt hat, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wir werden natürlich wieder ein bisschen back to the roots. Und dann wird es heute gegen Leverkusen hoffentlich wieder um 3 Punkte gehen. Wir wollen nämlich die nächste Meisterschaft. Das wäre dann unsere 4. in Folge. Ja, 3. Liga, 2. Liga. Wie gesagt, mega Aufholjagd gegen Freiburg, 10 Punkte. Bundesliga dann in der ersten Saison. Mit 7, glaube ich, auf den Bayern Rückstand. Und jetzt hängt man sie nur 1 Punkt hinterher. Wir haben noch das direkte Duell relativ. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch, wann das direkte Duell kommt. Wir blicken heute vor allem auf Pierre-Emerick Aubameyang. Kann der Topscorer auch heute wieder jubeln? Wir werden es erleben. Live hier bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer-Arena. Es regnet, aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte eine klasse Partie werden. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. So, ja, auswärts in Leverkusen geht's wieder um diese 3 Punkte. Und dann haben wir wahrscheinlich sogar noch einen Deadline Day. Also viel wird nicht passieren im Winter. Der große nächste Schritt wird wahrscheinlich in Richtung Bundesliga sind, in der nächsten Saison gehen. Da müssen wir mal gucken, wen wir dann so verpflichten. Wer dann überhaupt noch so zur Verfügung steht. Wo wir dann am besten, wer aufhört final. Na gut, aufhören wird wahrscheinlich keiner, weil Albiol hat doch einen Vertrag im Jahr. Und Aubameyang hat jetzt auch nochmal verlängert. Also eigentlich haben wir gar keine Baustellen so wirklich. Ich sehe zumindest aktuell keine. Gut, wir haben Minimum 3 Spieler, die bis in die Jahre kommen. Noppert, Aubameyang, klar. Albiol. Das sind 3 Spieler, die immer nur in die Jahre kommen.
Für Albiol habe ich natürlich noch mit Perry, da ich habe ja noch Morgalla, also gut, für vorne drin habe ich zum Beispiel noch einen Arp. Ein Teucher, der wird irgendwann wieder zurückkommen. Novoa ist noch nicht der Älteste. Und ja, für Noppert habe ich Mantel. Also ich habe noch Option im eigenen Kader. Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt dann wieder anfange, auch die älteren Spieler zu ersetzen. Also ich, momentan läuft es ja. Albiol, natürlich klar, für Perry wieder zurück in der Mannschaft. Es ist sehr, sehr schwer gefallen. Ja, schade. Da muss er hin und holt den Ball. Neuigkeiten zum Spiel in der und Achtung, diese Mannschaft Leverkusen hat gegen die Bayern ein Unentschieden rausgeholt. Die hat es wieder so ein bisschen in die Saison gebracht. VfL Wolfsburg. Neuer Spielstand. Glück gehabt. 1:0. 4 Minuten sind gespielt. Lass laufen. Das war zwar ein Handspiel, aber ja, kann man noch laufen lassen. Ulrich. Der Becker und so. Ah, Sterner bleibt hängen. Und das kann wehtun. Den Ball hat er. Aber dann hat er den nochmal. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Schelderup. Geht der zweite Ball, Schelderup. Gute Flanke. Wie gesagt, aufpassen in Leverkusen. Das kann. Das ist eigentlich mehr oder weniger schon so eine richtige Prüfung. Die auswärtsstärkste Mannschaft. 7 Siege aus 8 Spielen. Das zeigt natürlich, Marco Reus. Anzählen bei Leverkusen. Genau das ist es, was ich meine. Was ist denn der für Gameface? Das ist überhaupt gar nicht mehr original. Gerade beim Reus. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So, jetzt kann es eine gelbe Karte geben und es gibt auch die gelbe Karte von Mario. Nein, das ist nicht Marco Marin. Auch wenn der schon. So, und das ist die vierte. Das ist der nächste Spieler. Und das ist nicht Marin, das ist die 24, das ist Wanderson. Der sieht jetzt die nächste gelbe. Also plötzlich hat Leverkusen 2 gelb vorbelastete Spieler. Und wir sollten relativ viel über die Seite machen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder in diese Partie reinkommen. Taremi. So, der nächste sieht jetzt gelb. Das ist einer von unseren Leuten, oder? Sagt der Schiedsrichter da gerade gelb oder sagt er, lass mal laufen? Nee, sie gibt gelb. Ist die Schiedsrichterin, ja, Schönmatt. Das geht wohl auch in Ordnung so. Also, plötzlich ist dieses Spiel zerfahren. 3 gelbe Karten, davon nicht mal so ein paar Minuten. Es geht auf die andere Seite. Pellegrini. Schön, der Ball weg. Sterne. Ja, der muss jetzt auf die Seite wechseln. Schönes Ding. Jetzt wird's gefährlich. Eckloff vorbei. Aubameyang. Und machen wir das Spiel. Ich dachte jetzt gerade, das. Jetzt ist mal hier gut. Jetzt wird hier nicht in meinem Strafraum rumgespielt. Ach, Mann. Taremi. Da ist Reus. Der Torschütze. Da hat er nur noch den Torhüter vor. Mit die 2:0. Was ist da los? Sache, die Leverkusen haben die Bayern geschlagen, unentschieden gespielt und wir liegen jetzt zurück. Die Runde haben wir komplett ohne Niederlage bekommen. Schafft man das Ding noch zu drehen? Aber ich sag nur, RB auswärts und Frankfurt auswärts. Solche Spiele gedreht. Ekidimi. Marin. Taremi. Spielt den Ball in die Füße. Aber momentan sehe ich es eher nicht, wenn ich zugeben. Wenn ich. Nun Aubameyang. Aubameyang. Fischer. Mit Tempo mal vorbei. Vielleicht der Abschlusstreffer. Super gehalten. Und wieder nicht. Wieder nicht. Novoa. Lange ist nicht mehr zu spielen im ersten Durchgang dieser Partie, in der die Gäste im Moment deutlich hinten liegen. Sie machen zu wenig, 2 Tore sind sie hinten und ich frage mich schon, was ist denn mit denen los? Immer wieder laufen sie hinterher, es fehlen die Ideen. Dabei haben genau hier. Oh, nochmal! Yes! Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen.
2-1 nur noch. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz. Kriegen die das nächste Comeback auf die Reihe? Also wie gesagt, ich sage ja nur, Leipzig auswärts, 0-2 hinten gelegen, 3-2 gewonnen. Frankfurt auswärts, 2-0 hinten gelegen, 4-2 gewonnen. Also theoretisch, why not? Dazu muss aber ein bisschen was passieren. Also wir sind kurz vor der Pause zumindest mal einen Anschlusstreffer geschafft. Vielleicht geht da auch noch was mehr. Schiri, der hat schon gelb. Wer war es denn? 24 oder die 18? Es war kein. Dann gibt's die Karte. Klar, jetzt ist Zurückhaltung angesagt. Die kurze Variante jetzt. Könnte der auch gleich sein. Gehalten. Szene geht weiter. Freistoß Leverkusen. Freistoß Leverkusen, okay. Meiner Meinung nach knapp dabei. Also wenn der Keeper da nicht jetzt zwei, dreimal ist, der wirklich drei Dinger rausgeholt jetzt mittlerweile. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Das kann was werden. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter. Jedenfalls haben wir es gehabt. Und das war wichtig, dass er den hält, dass wir mit dem nur knappen Rückstand reingehen in die Pause. Läuft es noch nicht. Sie liegen hinten. Tja, es ist ein enges Spiel. Aktuell sind sie mit einem Treffer hinten. Geht da noch was? Das ist die Frage. Das wird nicht einfach sein. So. Bayern 0-0. Aber eher unwichtig, weil wir müssen auf unser eigenes Ergebnis schauen. Das ist halt erstmal wichtig. So, ich werde jetzt doppelt wechseln. Erstens, um die Stabilität hinten in die Abwehr reinzukriegen, geht jetzt Albiol. Ich hätte vielleicht einen Schirm rausnehmen müssen. Gell, ganz egal. Mit dem zweiten Spielabschnitt. Piri erstmal. Nicht schlecht die Situation, die Idee. Klasse Technik. Ja, vielleicht der Remi, da sollte man jetzt mal tun, nicht mal hingehen. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Im Signal und komm, sein Tor ab, ja, nicht ganz genau. Also, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der Torschütze war Gabriel Jesus. Walker, Peters. Da sah der Keeper alles andere als gut aus. Das war ein Torwartfehler. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind hier 52 Minuten. Vielen Dank für das Update. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Toll. Ja. Bringt ein bisschen aus dem Tritt. Um ihn hat es zuletzt Diskussion gegeben. Geht er, bleibt er. Jetzt kriegen wir das Ergebnis. Er geht. Er zieht ab. Bam, ja. Er ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Moukoko, glaube ich, oder? In dieses Spiel. Nochmal dieses Tor. Wir, sehen wir haben 7 aus 8 Spielen gewonnen. Ich glaube, wir haben einen, wo nur ein. Ich habe in Düsseldorf, haben wir ja nicht unentschieden gespielt. Und dann knallt der Moukoko das Ding da raus. Obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. Der Fußball und seine Geschichten. Sie waren also schon weg, das Ding war durch, aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Schiedsrichterin lässt Vorteil laufen. Es könnte noch eine Karte geben, bitte, ja? Taremi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Odois. Das ist gefährlich. Es gibt Freistoß. So, Eck auf Gelb. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Na, jetzt sind wir wieder so dran an der Partie. Vielleicht doch noch irgendwas mitzunehmen hier. Ich dachte, er legt den Ball auf, aber dann schießt er selbst. Gute Variante, aber der Torhüter hier noch besser. Und dann ist es Ecklauf, der plötzlich der Konter. Gott, Bayreuth kann ja kontern, das wissen wir ja. Boah! Latte. Machen Sie konsequent da hinten. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. In der Pre-Zero Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier den zweiten. Nein. Schiedsrichter ist vorbeigespielt. Meiner Meinung nach. Nee. Da war nichts eigentlich. Glatt was rot. Willst du da machen? Peri. Ja, das ist rot. Das ist der Platzverweis. Müssen wir so hart sagen. Das ist ein taktisches Foul. Sie wären durch gewesen. Entscheidung steht sofort fest. Rot. Überhaupt keine Diskussion. Ich sehe es kritisch. Ich sehe es fast mehr oder weniger sogar als
Ja. Vor allem jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich keinen Verteidiger. Doch, der kann es ja spielen, theoretisch. Ich habe ja auf die Position eigentlich trainiert. Ah, was mache ich denn jetzt? Andrada natürlich rein. Vielleicht nochmal fürs Offensives wechseln. Vielleicht ein bisschen Glück irgendwie noch Und die Karte haben, nochmal musste so einen Konter gehen. zu setzen. Wir haben ja das Ding, eine Ding von Ekloff gehabt an die Latte. Klar, Aubameyang muss jetzt runter. Torschuss gehalten, aber Taktikbedingt. auch keine allzu große Aufgabe. Diese kurze Meldung vom anderen Spiel mussten wir leider Warte mal. unterbrechen. Torerfolge also für 1899 Hoffenheim. Damit Hoffenheim. sind sie nun 2:1 in Führung. Sie spielen steil, gefährlich. Ja, Hoppa, jetzt Leverkusen geht sind wir genau dann in dabei. dem Moment in Führung. Tor. Wir kriegen den Pass nicht rein und Leverkusen macht es einmal kurz eiskalt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt Und aus. jetzt müssen Da wir ist noch er mal, einfach jetzt müssen wir gedacht, schauen, dass schneller wir vielleicht doch noch irgendwie einen als Punkt die mitnehmen. Beiden. Das Ja, in der wäre. Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Aubameyang. Da passt der Torhüter auf. Ah, und dann Ball. diesen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Wieso geht da keiner an? Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Schell darum. Ich hätte es gedacht, dass den beiden Gelben vielleicht, dass die Leverkusener nochmal. Noch mit einem Mann weniger sind. Wir sind jetzt aber dran. Und Moukoko Doppelpack. 3 zu 3 Bayreuth. Bleibt unsere ungeschlagene Serie. Wir sind wieder zurückgekommen. Kurz nachdem wir die Leverkusen, auf dem wir mit Rot freuen und verloren haben, ist Leverkusen wieder reingekommen. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. So, Das Moukoko erstmal. Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Nicht mehr lange hier, 3 zu 3 aktuell der Stand. Da müssen wir aufpassen! Und Noppert. Der nächste Gegner von Leverkusen heißt Borussia Dortmund. Heute war das keine leichte Partie für Sie. Das dürfte im nächsten Spiel dann ähnlich aussehen. Sterner. Machen Sie hier noch das Tor. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Das ist die Chance. Und tolle Parade. Wenn der Moment da spielt, das Ding nicht hält, steht hier 4-3 für Bayreuth. Entscheiden können. So bleibt es aber erstmal spannend. Jetzt die Ecke. Gefahr bereinigt. Ball an den langen Pfosten. Jetzt steht es fest, einen Sieger hat dieses Unentschieden. Nicht. 3 zu 3 in Leverkusen. Gerechtes Resultat, Wolf. Beide haben sich nicht viel genommen. Beide hatten immer eine Antwort. Und ich denke, beide dürfen auch mit dem Ergebnis zufrieden sein. Scheiße, Mann. Wenn du bedenkst, dass du gerade jetzt nochmal, dass du jetzt noch 2, 3 wirklich gute Situationen hast, wo du das Ding nicht reinkriegst. Genau. Einmal Klatsch an die Latte und einmal. Ja. Hält der Keeper da gut. Bayern spielt ebenfalls unentschieden gegen den VfB und damit wäre das der Big Point gewesen, um wieder oben nach oben zu springen. Klar, Dortmund freut sich. Die sind ja gut, das sind ja sind auch 5, 6 Punkte weg. 5 bzw. 6. Also klar, Spieler gesperrt, klar. Du hast heute gespielt? Ja. So, ja gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel bei Union Berlin.